Wir sind hier im Tesla Model S P85D. Allradantrieb, 700 PS, rein elektrisch. Diesen Knopf müssen wir drücken und dann schauen wir mal. Alter, das ist wie im Lamborghini, nur besser. Ja, der Vorteil des Allradantriebs, den merkt man natürlich in schnellen Kurven. Die Hinterachse kann blitzschnell Traktion dazu aufbauen und kann den Wagen deutlich besser durch die Kurven tragen, als das jetzt der normale Heckklicker kann. Allerdings muss man eins sagen, der Tesla, der ist halt richtig schwer. Und das merkt man schon, also ein Porsche ist es jetzt auch mit Allradantrieb nicht. Der P85D ist das neue Topmodell des Model S, hat 700 PS, aber was natürlich wichtig ist, er hat Allradantrieb. Das heißt, ein Feature, das Tesla bisher nicht hatte und mit dem man jetzt natürlich wirklich die Premium-Konkurrenz von Audi, Mercedes, BMW etc. richtig angreifen kann. Der Allradantrieb funktioniert nicht wie bei einem Quattro-Antrieb mechanisch, sondern rein elektrisch. Es gibt einen Motor an der Vorderachse und einen Elektromotor an der Hinterachse und diese Motoren, die kommunizieren miteinander elektronisch innerhalb von Millisekunden und deswegen gibt es eine sehr, sehr reaktionsschnelle Kraftverteilung. Der P85D sprengt auch eine wichtige psychologische Grenze. Er fährt nämlich 250 km/h. Das ist ja das, was Audi, BMW, Mercedes ausmacht. Alle Autos, die da so ein bisschen Bums haben, die fahren eben 250. Die sind bei 250 abgeregelt und auch der Tesla kann da jetzt mithalten. Das ist sicherlich in diesem Segment durchaus auch ein Verkaufsargument. Die Reichweite des Allradmodells des P85D liegt bei 480 Kilometer. Natürlich kann man da nicht dauernd volle Power fahren, ist klar. Und beim normalen Modell ist sie jetzt etwas gestiegen, liegt bei ungefähr 502 Kilometer. Der P85D kostet 105.000 Euro. Das ist natürlich eine Menge Holz, aber eins muss man sagen, bei der Ausstattung, er hat Vollausstattung inklusive diesem riesigen Navigationssystem, Leder etc. Und es gibt jetzt auch ein paar neue Assistenzsysteme, zum Beispiel einen Abstandsregeltempomaten. Da sind 105.000 Euro dann gar nicht so viel, denn 700 PS und Allradantrieb für diesen Preis, das bietet sonst niemand.